So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead by Daylight. Ja, ich spiele jetzt diesmal die Hexe und wir haben schon eine Taschenlampe. Ich hasse Taschenlampen, das ist nervig, aber egal. Ja, ich habe endlich einen Killer freischalten können. Ihr seht schon, ich habe keine schillernden Scherben mehr. Ich habe die nämlich alle ausgegeben für die Hexe, weil ich sie unbedingt spielen wollte. Und ich glaube, ich werde mal eine Serie mit der Hexe machen und versuchen mal, da mich mehr zu entwickeln. Das ist jetzt mein allererstes Spiel. Taschenlampe, eine Werkzeugkiste, ein Medikit und einer, der nichts hat. Das ist ganz nett von ihm. Ja, müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ich habe übrigens aus Ausstattung Ruin und klampiger Schlachter. Dadurch brauchen die länger zum. Zum Heilen. Die haben aber zwei Taschenlampen, muss man sagen. Ach, Yamaoka. Och nö, ich will nicht Yamaoka nach Yamaoka, das ist eine riesige Map. Und ich weiß noch nicht so ganz, wo ich meine Fallen platzieren werde. Also. Ja, es könnte schwer werden. Ich habe die Hexe halt immer noch nie gespielt. Und ich habe schon gehört, es ist zumindest nicht ganz so leicht. Bin ein bisschen aufgeregt. Shit, das wird nichts. Ich hab gehört, es solle ganz gut sein, die Fallen auf so Wegpunkte zu markieren. Wir werden sehen. Echt nervös. Schon blöd, dass Taschenlampen meine Fallen zerstören. Wir haben zwei. Natürlich ist Yamaoka. Yamaoka meine ich. Okay, machen wir mal gleich hier eine Falle hin. Schauen wir mal. Hier ist noch ein. Bitte. Hier auch. Aha, meine. Ich hab halt Ruin da. Warte mal, ist meine Falle ausgelöst worden? Ich habe es nicht mitbekommen. Dachte, ich hätte was gehört. Okay, vielleicht nicht. Ich muss unbedingt meinen Laptop ein bisschen heller machen. Ich habe das Gefühl, es ist viel zu leise. Wo sind die denn? Alle? Ah, shit. Ich will das Spiel mal heller machen nächstes Mal. Bin bei weitem nicht so effizient, wie es sein könnte. Oh. Shit.
Da hinten, das ist zu weit weg. Leider. Hätten mich auf ihn konzentrieren sollen, aber ich... Ich hab's leider nicht gemacht. Ich mach noch sehr viele Fehler. Blöde Map, ist so riesig. Oh, ich sehe dich. Ich sehe euch beide. Einmal endlich erwischt, meine Fresse. So, wir werden mal gucken, ob wir das besser hinkriegen bald. So, jetzt. Danke. Endlich! Ob ich nicht schon lange genug gebraucht hätte. Oh, hi. Okay. Suchen wir auf Wegpunkte hier ein paar Fallen zu machen. Damit die nicht so leicht runterkriegen. Hi. Wir sind alle in der Nähe. Irgendwie habe ich es ein bisschen komisch mit den... dem Weg, wie die platziert sind. Ups. So seltsam. Platzieren wir am Ausgangstor 1, glaube ich. Das am Ausgangstor war sehr gut. Zumindest das erste. Okay. Ich da meinen Falle noch? Nee. Machen wir wieder hin. Die heilen sich und ich platziere hier noch eine Falle hin. So. Und ich mache die Falle wieder hin zu dem.
So. Ein Ausgang ist eigentlich zu weit weg. Gut, war okay fürs erste Match. Ja. Ist manchmal so, dass man da nicht alles machen kann. Oh. Okay, dann. Ups, ich wollte mich nicht zweimal teleportieren, das ist ein bisschen dämlich gewesen. So. So. Ist dich. So. Ich hab meinen Entitus für leider verärgert. Na gut. Puh. Gar nicht so einfach. Aha. Hä? Okay. Alles klar dann, ich verstehe nichts. Wir werden nochmal versuchen das. Alles klar. Tschüss, Lasagne-Eule. Komischer Typ. So. Das will ich jetzt gleich nochmal machen. Also, ich mache jetzt noch einen Versuch. Hänge ich mal dran. Es hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich muss versuchen, die Hexe noch ein bisschen gründlicher zu spielen. Machen wir noch einen Versuch.